Ich bin Mehmet Gula von Entis Electronics im technischen Support-Team. Heute werde ich unser MM04CS-Produkt aus unseren Multimetern besprechen. Ich öffne die Box. Im Karton ist eine Bedienungsanleitung für das Produkt. Überprüfen Sie diese bitte. Unser Produkt enthält Kunststoffadapter, die für die Montage der Abdeckung des 9696-Panels unerlässlich sind. Jetzt werden Terminalstruktur und Verbindung des Produkts untersucht. Die rote Klemme A1-A2 sollte mit 100-270 VAC-Spannung angewendet werden. Das Produkt hat eine Kontaktausgangsfunktion mit Relais 1 und Relais 2. Durch Zuweisen eines Alarmparameters erhalten wir eine Kontaktausgabe. Auf der rechten Seite des Geräts sind drei Phasenmessungseingänge für 10 300 Volt AC-Phase neutral, 10 480 Volt Phase zu Phase Verbindung. Verbinden Sie K1L1, K2L2 und K3L3 Terminals unserer Transformatoren auf Niederspannungsseite neu für Strommessung. Da das Produkt eine Kommunikationsfunktion hat, ist der RS485 Anschluss hier. Hier ist auch die Erdungsspitze mit GN verbunden. Es sollte als BNDAN verbunden sein, wie vorgeschrieben. Jetzt Produkt montieren. Produkt energetisiert. Installation begonnen. Unterstützt 5 Sprachen für Kunden. Bietet Türkisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. OK-Taste drücken, bestätigen, UT und Spannungstransformator-Einstellung wählen, Spannungswandler auf 10 einstellen. In den nächsten Schritten geben wir den Primär- und Sekundärteil des Transformators ein. Wir bestätigen die Abschaltungsoption. Wir genossen es. Gib CT-Grundierer ein. Benötigen Primärteil des Stromwandlers. Hier 4 Ziffernanzeige. Bei Verwendung eines Stromwandlers von 5 bis 1000 entspricht der Ort 1000. Bei 5 für 500 wird Ort auf 500 gesetzt. 50 zu 5 Stromwandler hier verwenden. Wir haben dieses Bauteil 50 hergestellt. Ich habe zugestimmt. Er sagte, den CT-Sekundär erneut einzugeben. Sekundärstromwandler. Ich habe verstanden. Das Gerät unterstützt 5 Ampere und 1 Ampere Sekundäreingang. Weil es 55 ist, haben wir uns für unsere 5 Ampere entschieden. Wir hatten Spaß. Sie wünschen, dass wir erläutern, wie wir die Art der Verbindung am Messungseingang auf der Rückseite des Geräts herstellen. Hier ist ein 3-4-Draht, dreimal gebunden mit gebundenem Neutralleiter. 3-4-Draht. Im Benutzerhandbuch gibt es 5 Arten von Verbindungen. Es wird hier eingegeben, indem man das passende auswählt. 3-4-Draht-Verbindung wählen. OK-Taste drücken. Frequenz wählen. Unterstützt 50 und 60 Hertz. Unter 60 Hertz. Wir wählen 50 Hertz. OK gedrückt. Installation, Schritte abgeschlossen. Jetzt begrüßt uns die Spannleinwand. Der Messbildschirm erscheint. Schau, hier ist die rote LED für Phase L1. Gelbe LED mit Phase L2. Es gibt grüne Bereiche mit 3 Phasen. Phasenmessparameter wird an diesem Ort ausgewählt. Wenn wir hier OK drücken, drücken wir Abwärtstaste, wo Phasenneutralmessung Minimum misst. Max, gemessene Spannungswerte. Hausknopf drücken, Abwärtspfeil drücken. Wir kommen an, um viel zu messen. Drücken Sie noch einmal die OK-Taste. Es gibt Mindestspannungswerte, die es umfassend misst, und Höchstspannungswerte, die es misst. Wir sind mit der Abwärtstaste angekommen. Es gibt einen minimalen gemessenen Strom, einen maximalen gemessenen Strom und Anforderungen im Strom. Hier sehen wir die Forderungen. Wir drückten den Abwärtspfeil, kamen auf die Frequenz. Wir haben die OK-Taste gedrückt. Mindest- und Höchstniveau der Frequenz erreicht. Die Messungen können so beobachtet werden. Unser Ziel ist, einen Parameter im Gerät zu verändern. Wir müssen auf sein Menü zugreifen. Wenn wir die OK-Taste drücken, können wir auf die Hauptmenüs des Geräts zugreifen. Wir können Parameter wie diesen anpassen und die Kommunikationseinstellungen von diesem Standort aus eingeben. Adresse, Bootstarif ändern, hier Modus ändern, benutzerdefinierten Alarm zuweisen. Hier können Sie den Alarmmodus ändern. Es gibt eine Option zur Verschiebung des Alarms. Wir können einen Alarm aus diesem Menü erstellen. Derzeit sind 8 Alarme eingestellt.
Erster Alarm wird eingestellt, Parameter werden ausgewählt. Hier wird nach einem Parameter von uns gefragt. Hier können wir Alarme erstellen, indem wir Parameter wie VS, Nutur, FAS, VAS, Akim, Nutur, Ströme auswählen. Änderungen am Gerät speichern, mit der Home-Taste zurücknavigieren, um sie zu sichern. Ich gebe hier ein Beispiel. Wir können den aktuellen Transformator ändern. Wir haben ihn danach geändert. Ich habe es auf 5 umgewandelt. Sekundärstufe wieder als 5 akzeptiert. Auf 50 auf 5 eingestellt, später 5 CT mit 1K verbunden. Menü geändert. Wichtig. Änderung gemacht. Genehmigt. Jetzt mit Home-Taste übrig. Ich habe einen ausgedruckt. Rettung kam. Als ich Nein in Ja umgewandelt habe, hat das Gerät die Änderung übernommen und gespeichert. Gerät installieren und verwenden wie folgt. Als NTC sind wir stolz, Ihnen bei Ihren Energieanwendungen zur Verfügung zu stehen.